Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe bei dem ein oder anderen Booktuberinnen gesehen, dass sie einen bestimmten Tag mitgemacht haben und ich fand die Fragen wirklich sehr interessant und deswegen dachte ich mir, dass ich sie euch ebenfalls gerne beantworten möchte. Und zwar handelt es sich bei dem Tag um den Gegensätze ziehen sich an, Book Tag, und es sind insgesamt 7 Fragen. Für die 7 Fragen habe ich euch bereits die Bücher herausgesucht, die liegen jetzt hier gerade um mich herum, weil bei 7 Fragen kommt dann doch schon die ein oder anderen Bücher zusammen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne zeigen. Und ich hoffe, dass ich dann doch mal was anderes euch zeige und vielleicht eine gute Mischung aus bereits bekannten Büchern und Büchern, die vielleicht noch nicht so oft in die Kamera gehalten worden sind. Aber kommen wir nun zur ersten Frage. Die erste Frage möchte wissen, zeige das erste und das letzte Buch, das dieses Jahr bei dir eingezogen ist. Das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, das habe ich euch in meinem letzten Neuzugänge-Video gezeigt. Und zwar handelt es sich um Berge, Meere und Giganten von Alfred Döblin aus dem Fischer Klassiker Verlag hier. Dieses Buch sieht so hier aus. Ich finde es ein wunderschönes Cover, mir gefällt das wirklich sehr gut und ich mag auch die Ausgabe vom Fischer Klassiker Verlag hier. Und in diesem Buch geht es ja darum, was mit den Menschen passiert, wenn er so weitermacht wie bisher. Also was passiert mit dem Klima bzw. unserer Umwelt oder auch unserer Erde. Ich habe mir dieses Buch ja gekauft, weil ich gerne mehr Bücher lesen möchte, wo unser Klima bzw. unsere Umwelt ein Akteur ist bzw. eine zentrale Rolle spielt und hoffe mir sehr, dass ich das hier in diesem Buch finden werde und freue mich schon sehr drauf. Und ich wollte schon wieder sagen, dass es hier sehr also der Schriftsatz sehr eng gedruckt ist, beziehungsweise der Zeilenabstand sehr eng ist, aber darauf möchte ich nicht nochmal eingehen. Aber das ist jetzt hier mein erstes Buch, was dieses Jahr eingezogen ist. Das zweite Buch, also das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, dabei handelt es sich bei mir um 2 Bücher, weil ich sie einfach gleichzeitig gekauft habe und deswegen dachte ich mir, ich zeige sie euch einfach beide. Fangen wir an mit dem etwas dünneren Buch und zwar ist das Unsere glücklichen Tage von Julia Holbe aus dem Penguin Verlag. Und das Buch sieht wie folgt aus, auch ein richtig schönes Cover, wie ich finde. Und zwar geht es hier um 4 Freundinnen, die einen, ihren letzten Sommer oder einen vergesslichen Sommer erleben. Und man verfolgt da so ein bisschen die Geschichte dieser 4 Freundinnen. Und ich habe dieses Buch bei den lieben Book Friends Forever gesehen, genau. Falls ihr ihren Kanal, und das glaube ich wirklich nicht, noch nicht kennt, ich habe euch ihren Kanal unten mal in die Infobox gepackt. Da könnt ihr sehr gerne bei ihnen mal reinschnuppern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sie schon kennt. Ja, und ich habe es da halt eben gesehen und fand es sehr interessant und vor allen Dingen auch nach dem Buch nach für mich. Und deswegen ist es bei mir eingezogen. Und als ich dieses Buch gekauft habe im Buchhandel, war es so, dass ich natürlich auch an den Schnäppchen vorbeigegangen bin. Wie soll das auch anders sein? Und ich da ein Buch entdeckt habe, was relativ teuer war und dann herabgesetzt worden ist auf nur noch 5 Euro. Und da dachte ich, ich kann es ja einfach mal mitnehmen. Schaden tut es ja nicht. Und zwar habe ich dann Perry Roden, das größte Abenteuer. Und zwar von Andreas Eschbach aus dem Thor Verlag. Ist das hier, glaube ich? Genau, Fischer Thor Verlag. Und das gute Stück sieht hier wie folgt aus. Das Buch hat ganz neu halt 25 Euro gekostet und da war es mir tatsächlich immer etwas zu teuer und jetzt kam es hier eben nur noch 5 Euro und da dachte ich so, dann nehme ich es halt einfach mal mit und falls es dann eben doch nichts für mich ist, kann ich es ja auch wieder aussortieren, gar kein Problem. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch, weil soweit ich weiß, soll das spielen bevor die ganze Perry Roden-Geschichte quasi begonnen hat, also als Perry Roden noch ein Kind war. Und von daher bin ich schon sehr gespannt. Also das waren mein erstes Buch und meine letzten Bücher, die bei mir eingezogen sind. Die zweite Frage bittet mich darum, dass ich das günstigste und das teuerste Buch zeige, was ich in meinem Regal habe. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das günstigste zu finden und ich habe mir einfach mal meine Rebuy-Bestellungen durchgesucht und guckt,
was da so das günstigste sein konnte. Und das war hier bei 46 Cent und ich glaube, dass ich tatsächlich nicht noch, oder bei 49 Cent, und ich glaube nicht, dass ich noch günstiger werde. Und ja, außer natürlich geschenkte Bücher und gefundene Bücher, aber das zähle ich jetzt einfach mal nicht mit. Und zwar ist es dann Rabenliebe von Peter Wawrzyniec, ich hoffe, dass man sie ausspricht, aus dem Galliani Berlin Verlag. Das Buch sieht so aus und ist in einem eigentlich sehr fürchterlichen Zustand. Also der Schutzumschlag ist sehr, sehr abgegriffen. Also er fällt hier schon sehr, sehr stark auseinander. Aber was soll man auch für 46 Cent erwarten? Ich habe die Bücher mir damals gekauft, weil ich den Autoren, also die Vorstellung des Autoren, mal in einem Podcast gelauscht habe und ich da sehr begeistert war von diesen Buchvorstellungen beziehungsweise von den Autorenvorstellungen oder Autorvorstellungen eher gesagt. Und deswegen hatte ich mir das damals gekauft und ich dachte mir, bei 46 Cent oder 49 Cent kann ich eigentlich auch nichts falsch machen. Und falls es mir dann doch wirklich so gut gefällt, habe ich mir gedacht, dann kaufe ich es mir dann nochmal neu in einer besseren Ausgabe. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, um was es hier geht. Und zwar eine Kindheit im Heim und die lebenslange Suche nach einer Mutter werden Literatur und was für eine. Also ich glaube, dass es hier tatsächlich so um eine Mutter-Kind-Beziehung geht. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Es steht leider schon wieder eine ganze Weile auf meinem Sub. Aber ich wollte das unbedingt noch lesen. Aber das ist erstmal mein günstigstes Buch. Bei dem teuersten Buch habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden, weil ich die noch gar nicht so oft in die Kamera gehalten hat, also eigentlich fast gar nicht. Aber ich habe halt mehrere Bücher, die in diese Preissegment fallen. Zwar nicht allzu viele, das sind vielleicht noch 2-3 Stück maximal. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal die Variante. Und wie ihr hört, ist es sehr, sehr knisterig, weil ich es tatsächlich noch in Folie habe. Weil ich noch nicht den richtigen Moment gefunden habe, beziehungsweise die Ruhe gefunden habe, wann ich dieses Buch lesen möchte. Und zwar ist es Giacominus Gainsborough Punkt 12 von Rebecca Deutremer. Deutremer, genau. Und das Buch, das sieht wie folgt aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil es ist ja noch in die Folie eingepackt. Und zwar besteht dieses Buch so ein bisschen aus Scheren, Schnitten und ist hoffentlich was ganz, ganz Besonderes. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich hatte damals von der Autorin bereits das Stundenbuch des Giacominus Gainsboroughs gelesen. Das ist dieses gute Stück und ich habe es euch auch vorgestellt gehabt. Und ja, bin nun sehr gespannt auf dieses Buch hier. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht den richtigen Moment gefunden, es aus der Folie zu holen und für mich zu entdecken. Vielleicht kennt es ja jemand von euch. Ich weiß damals, dass es sogar noch in einer limitierten Auflage war. Bin mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Aber auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf dieses Buch und hoffe, dass bald der richtige Moment kommt. Die dritte Frage möchte gerne, dass ich ein Buch zeige, wo es um einen männlichen Protagonisten und um einen weiblichen Protagonisten geht. Und bei der Suche nach den Büchern ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so viele männliche Protagonisten in Büchern habe, sondern dass ich eher mehr zu weiblichen Protagonisten tendiere. Und ganz unbewusst, ich mache das gar nicht mit voller Bewusstsein, ist mir das mal so aufgefallen. Es hat sich einfach so eingeschlichen bei mir. Und ich habe aber nichtsdestotrotz trotzdem ein Buch gefunden, wo ich einen männlichen Protagonisten habe. Und zwar handelt es sich um Stoner von John Williams aus dem DTV Verlag. Hierbei begleiten wir den Protagonisten William Stoner, welchen wir durch sein Leben begleiten. William Stoner ist ein Mensch, der sehr einfach lebt, der oftmals Schwierigkeiten aus dem Weg geht und den man oft beim Lesen aufrütteln möchte, dass er jetzt endlich mal seinen Allerwertesten hochbekommt und vielleicht auch mal für sich einsteht, um es mal kurz und knapp zu formulieren. Es ist ein sehr, sehr ruhiges Buch, ein sehr tempoarmes Buch und das ist auch bei vielen Lesern der Kritikpunkt, aber für mich war es wirklich ein sehr, sehr besonderes Buch und ich mag auch den Schriftsteller sehr. Ich habe bisher alle Bücher gelesen, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Ich glaube, der hat
Er hat noch Gedichte noch geschrieben, aber die wurden, glaube ich, nicht ins Deutsche übersetzt. Auf jeden Fall ist das hier ein Buch, wo ein männlicher Protagonist die Hauptrolle spielt. Bei den weiblichen Protagonisten in Büchern habe ich zwei herausgesucht und ich konnte mich tatsächlich nicht so wirklich entscheiden. Deswegen habe ich mich einmal für Ich bin Özlem von Dilek Güngör aus dem Verbrecherverlag entschieden. Das Buch ist relativ einfach gehalten, so wie das bei dem Verbrecherverlag üblich ist. Hier verfolgen wir Özlem und zwar erzählt sie uns auch hier ihre Lebensgeschichte, aber eher mehr auf dem Punkt, dass sie so zwischen den Stühlen sitzt. Also, dass sie einmal die deutsche Gesellschaft, die deutsche Kultur in sich trägt und einmal auch die türkische Kultur in sich trägt und dabei immer wieder hadert und immer wieder in Situationen kommt, die genau das zur Schwierigkeit haben, aber es ist ein Buch, was mich sehr bewegt hat und was ich wirklich nur empfehlen kann, aber auch Sona konnte ich schon sehr empfehlen. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, enthält sogar mehrere weibliche Protagonisten. Eigentlich sind es fast nur weibliche Charaktere, die hier zu finden sind, deswegen dachte ich, mir passt es einfach nur zu gut in diese Frage. Und zwar handelt es sich um Die Geheimnisse meiner Mutter von Jessie Burden aus dem Insel Verlag. Und das Buch sieht wie folgt aus. Ein sehr schlichtes Cover, wie ich finde, aber doch sehr, sehr passend. Und zwar verfolgen wir hier Rose, welche auf den Spuren ihrer Mutter wandelt und die Geheimnisse ihrer Mutter versucht aufzudecken und hinter die Fassade ihrer Mutter einfach zu blicken versucht. Und das ist ein Roman von Jessie Burden, ist sogar mein erster Roman von ihr gewesen, der mich sehr, sehr überzeugt hat, wo ich die Geschichte sehr, sehr gemocht habe. Und ich mag ja so Geschichten von, ja, Beziehungen, die aufgedeckt werden oder hinter Geheimnisse zu schauen, mag ich sehr, sehr gerne. Und das sind auch Protagonisten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, vor allen Dingen Rose, die ich sehr, sehr gemocht habe und ein Buch, was mich definitiv auch nicht bisher losgelassen hat. Die vierte Frage möchte, dass ich euch ein Buch zeige, was ich schnell gelesen habe und ein Buch, für was ich eher länger gebraucht habe. Und das erste Buch, das ich schnell gelesen habe, ist eher so mehr der Stellvertretende für so ein bisschen das Genre, weil ich eigentlich immer das Gefühl habe, dass ich genau diese Bücher immer eigentlich recht schnell lese. Und zwar ist es Die Zahlen der Toten von Linda Castiello aus dem Fischer Taschenbuchverlag. Das Buch sieht wie folgt aus. Ein eigentlich sehr, sehr schönes Cover. Und zwar geht es hier um die Ermittlerin Kate Burkholder bzw. die Polizeichefin Kate Burkholder. Und Kate Burkholder arbeitet in einem, ja, verschlafenen Nest, würde ich mal sagen, was im Einzugsgebiet der Amischen spielt. Also wir haben hier in dieser Reihe einen sehr, sehr großen Einfluss von Amischen, beziehungsweise geht es sehr viel um die Kultur der Amischen, beziehungsweise um die Ermittlungen rund um die Amischen ringsherum, egal ob sie jetzt erstmal betroffen sind oder nicht. Und was ich sehr, sehr gut gelungen finde, ich bin jetzt mittlerweile im dritten Band der Reihe. Und die lesen sich immer alle recht schnell. Es ist nun mal ein Thriller und Thriller lesen sich ja in der Regel auch immer sehr schnell aufgrund des Spannungsaufbaus. Und man will ja dann auch immer wissen, wie es noch ausgeht. Also ein Buch, was ich sehr, sehr schnell gelesen habe. Das zweite Buch, also das Buch, für was ich länger gebraucht habe, wird vielleicht jetzt den einen oder anderen etwas überraschen und das werde ich auch nochmal in meinen nächsten 5 gelesenen Büchern ansprechen. Und zwar ist es Die Magie der kleinen Dinge von Jessie Burden, hier aus dem Limes Verlag. Das Buch sieht wie folgt aus, eigentlich ein wunderbares Cover, aber ich habe für dieses Buch tatsächlich ungewöhnlich lange gebraucht. Einfach, es hat mich ab einer bestimmten Seitenanzahl ja dazu gezwungen, so ein bisschen zu überlegen, ob ich es überhaupt noch weiter lesen möchte, und ich habe mich dann tatsächlich auch so ein bisschen aus Trotz dazu entschieden, es weiter zu lesen, aber ich habe gefühlt dafür ewig gebraucht. Und zwar geht es hier darum, dass Nela
ein Stück weit zwangsverheiratet war, wie es in den 1860er Jahren so ein Stück weit auch noch üblich war. Und sie zieht dann zu ihrem Mann nach Amsterdam. Und in diesem Haus, wo sie da hineinzieht, gibt es das ein oder andere Geheimnisse, wo Nela ja auf der Suche ist, beziehungsweise immer ein Stück weit dahinter kommt. Ich bin sehr froh, dass es mein zweites Buch von Jessie Burton ist, einfach weil, wenn das mein erstes Buch gewesen wäre, wüsste ich nicht, ob ich dann nochmal die Geheimnisse meiner Mutter gelesen hätte. Und deswegen ist das das Buch, was ich euch zeigen wollte, für was ich etwa sehr lange gebraucht habe. Bittet mich darum, dass ich ein Buch zeige mit einem sehr schönen Cover oder mit dem schönsten Cover und ein Buch mit dem hässlichsten Cover. Das mit dem schönsten Cover war für mich tatsächlich sehr, sehr schwierig, mich dazu zu entscheiden. Und es gibt schon sehr, sehr schöne Cover hier und da. Aber wenn man so viele Auswahl hat, ist das immer sehr schwierig. Ich habe mich in dem Fall für Traumsammler von Khaled Hosseini entschieden aus dem Fischer Taschenbuchverlag. Das Buch sieht wie folgt aus. Und ich finde es wirklich, wie immer von den Büchern von Khaled Hosseini, ein sehr, sehr schönes Buch. Das ist ein Buch, was ich tatsächlich selbst noch nicht gelesen habe. Das ist mit eins der letzten Bücher, die ich von dem Autoren habe, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich weiß gar nicht so richtig, um was es hier geht, aber ich befürchte, dass es mich das eine oder andere Mal zum Weinen bringen wird, dieses Buch, weil das hat Khaled Hosseini bisher immer geschafft, dass ich in seinen Büchern geweint habe. Ja, er ist ein sehr, ich würde sagen, emotionsvoller Schreiber und bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Auf jeden Fall gefällt mir dieses Cover unglaublich gut und deswegen habe ich es jetzt einfach mal als ein sehr schönes, beziehungsweise das Schönste sei nochmal dahingestellt, aber jedenfalls auch ein sehr schönes Buchcover gekürt. Das hässlichste Buchcover, was ich in meinem Regal habe, ist ein Buch, was mir tatsächlich gar nicht gefallen hat. Und da gibt es auch eine Buchbesprechung dazu. Und zwar ist es Ken Follett mit Die Säulen der Erde hier aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Und das Cover sieht so aus. Ich mag dieses Cover eigentlich überhaupt nicht. Und sogar hier ist noch so ein Sticker drauf, den ich jetzt auch nicht abfummeln möchte. Normalerweise würde ich das wahrscheinlich tun, aber ich weiß gar nicht, ob dann die Farbe hier vielleicht noch heller ist, weil das Buch ist schon sehr, sehr alt, wie man sieht. Es ist auch schon sehr oft angefangen worden und ich habe es dann zusammen mit der lieben Anne vom Kanal Literaturlernen, auch ihren Kanal, verlinke ich euch sehr gerne unten in der Infobox, aber auch hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr sie bereits kennt. Und uns hat ja das Buch beiden nicht gefallen. Und zwar begleiten wir ja hier, einen Steinmetz, der den Auftrag bekommt, eine Kathedrale zu bauen. Und wir folgen dann im Wesentlichen, im Groben, beziehungsweise hat das ja nur eine hintergründige Handlung, den Aufbau einer Kathedrale. Es geht eher mehr darum, um die Machenschaften drumherum. Uns hat damals das Buch absolut nicht gefallen und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, warum ich es jetzt eigentlich noch bei mir hier habe. Aber ich habe noch 3 Bücher von Ken Follett ungelesen bei mir auf dem Stapel, ungelesene Bücher, und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch noch nicht aussortiert. Aber eigentlich könnte ich es auch aussortieren, weil ich weiß, ich würde es nicht nochmal lesen. Ja, das ist mein hässlichstes Cover, was ich in meinem Buchregal erstmal so gekürt habe, aber ich denke, da finde ich noch das ein oder andere, weil ich fand jetzt Rabenliebe auch nicht so besonders schön, aber das war's jetzt. Die vorletzte Frage möchte gerne, dass ich das dünnste und das dickste Buch zeige. Bei dem dünnsten Buch musste ich gar nicht so lange überlegen, und zwar handelt es sich dabei um Krieg, stell dir vor, er wäre hier, von Jane Teller aus dem DTV Verlag. Das Cover sieht wie folgt aus, also sehr einfach gehalten, was aber tatsächlich ganz gut passt, weil hier zeigt uns Jane Teller auf, wie es wäre, wenn bei uns jetzt hier auf einmal Krieg herrschen würde.
sie geht sehr, sehr emotional mit diesen, emotionsvoll, sie geht sehr emotionsfrei mit diesem Thema um und zeigt auf, wie wir uns fühlen würden, wenn auf einmal bei uns Krieg herrschen würde. Sie versucht mit diesem Gedankenkonstrukt einfach den Leser mehr dazu anzuregen, dass man sich auch ein Stück weit mehr in die Situation von anderen Ländern hineinversetzen soll und sich mehr darüber Gedanken machen soll, wie das ist, wenn bei uns Krieg jetzt herrsche und was wir dann verlangen würden, beziehungsweise was wir erwarten würden von anderen Ländern, wenn bei uns Krieg herrschen würde. Ich finde, es ist ein unglaublich gutes Buch. Ich war damals auch, das ist schon einige Jahre her, in dem dazu konstruierten, wollte ich schon sagen, in dem aufgeführten Theaterstück, und das war auch sehr, sehr gut gemacht. Es war ein Theaterstück, wo man nicht direkt sitzt halt wie normal in einem Theatersaal, sondern man ist tatsächlich mit den Protagonisten oder mit den Darstellern mitgelaufen und war direkt in dem Theaterstück mit involviert, was ich unglaublich gut gelungen fand und zu diesem Buch tatsächlich gepasst hat. Dieses Buch ist ein Buch, was ich jedem nur empfehlen kann, auch wenn es mit 56 Seiten und obwohl 5 Euro eigentlich sehr vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich noch geht, nur ans Herz legen kann. Schaut es euch mal an, ist auf jeden Fall mein dünnstes Buch. Das dickste Buch zu finden in meinem Regal war schon etwas schwerer, denn man musste schon einige Bücher bei mir hier durchgucken und die Seitenanzahl vergleichen. Ich hätte manchmal nicht gedacht, dass es dann doch so wenige sind, aber ich habe das dickste Buch ausfindig gemacht, und zwar The City on Fire von Garth Risk Hellberg aus dem Fischer Verlag. Und das Buch sieht wie folgt aus. Hierbei soll es um New York 1977 gehen, aber mehr weiß ich auch nicht. Und ich bin ja so ein kleiner New York-Fan. Ich mag eigentlich Geschichten um New York oder in New York sehr, sehr gerne, vor allem auch in Büchern, aber auch in Filmen. Und von daher hatte ich es mir damals gekauft, aber bisher tatsächlich noch nicht gelesen. Aber das hier ist auf jeden Fall mein dickstes Buch. Und dieses Buch hat insgesamt 1061, mehr als 1060 Seiten. Ich überlege gerade, ob 4321 auch so dick ist. Moment. Ich habe gerade überlegt, als ich euch das Buch hier gezeigt habe, dass es mein dickstes Buch ist, und ich muss tatsächlich mich korrigieren, denn das ist nicht mein dickstes Buch, denn mein dickstes Buch ist tatsächlich 4321 von Paul Auster, hier aus dem Rowohlt Verlag. Dieses Buch hat insgesamt über 1258 Seiten, also hat tatsächlich nochmal knapp 140 Seiten mehr als City on Fire. Hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht, aber mir kam das jetzt nochmal in den Sinn, dass 4321 vielleicht doch mehr Seiten haben könnte, und so ist es auch. Ja, so kann man sich irren. Ja, das Buch ist ein kleines bisschen dünner zwar als City on Fire, aber das liegt einfach daran, dass wir hier ja Bibelpapier so ein bisschen drin haben und dadurch etwas dünner wird. Das Buch sieht wie folgt aus. Nochmal, genau. In 4321 von Paul Auster verfolgen wir ja den Archibald Ferguson in 4 verschiedenen Möglichkeiten, wie das Leben hätte aussehen können, wenn er sich an bestimmten Punkten seines Lebens anders entschieden hätte. Es ist ein Buch, was man sehr, sehr aufmerksam lesen muss, vor allen Dingen, weil es hier immer hin und her geswitcht wird. Also man verfolgt nicht erst den einen Archibald und dann den anderen, sondern es werden immer parallel die Geschichten erzählt, was ich großartig damals fand und immer noch finde. Und ja, das ist mein dickstes Buch tatsächlich dann doch nochmal eine Live-Umentscheidung während des Videos.
Die letzte Frage möchte, dass ich euch ein Buch zeige, was mir besonders gut gefallen hat und ein Buch, das mir weniger gut gefallen hat. Und zwar fange ich an mit dem Buch, was mir richtig gut gefallen hat und bei mir tatsächlich leider etwas in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall ist es Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada aus dem Aufbau Verlag. Das Buch sieht wie folgt aus und ist ein Buch, was ich unglaublich gerne gelesen habe, denn es beschäftigt sich mit dem Widerstand gegen ein Regime, wo der Widerständler quasi, wie man schon vermuten kann, mit dem aktuellen Regime nicht zurechtkommt. Und es beinhaltet auch, wie man die drohende Gefahr quasi, wie man damit umgeht und wie jeder Mensch anders damit umgeht. Ich finde es ein wunderbares Buch und ein Buch, was eigentlich jeder gelesen haben sollte. Und von Hans Fallada tatsächlich ein Buch ist, was mich unglaublich begeistern konnte und auch den Autor für mich näher gebracht habe. Und ich eigentlich gerne noch mehr von dem Autor lesen möchte, aber es halt auch bei mir irgendwie wieder mal in Vergessenheit geraten ist. Aber das hier kann ich euch definitiv nur empfehlen. Das Buch, das mir weniger gut gefallen hat, ist ein Buch, was wahrscheinlich euch auch nicht so unbekannt ist und es bei mir immer noch nicht ausgezogen ist und ich weiß nicht warum, weil der Buchstabe hier noch liegt, es aber noch irgendwie noch nicht geschafft habe, es entweder in Bücherschränke zu verteilen oder es zu verkaufen. Auf jeden Fall ist es Vox von Christina Deicher aus dem Fischer Verlag. Und zwar geht es hier darum, dass Frauen nur bestimmte Anzahl von Wörtern sprechen können. Also wir haben hier eine Dystopie. Und die Frauen, die werden entsprechend bestraft, sollten sie mehr Wörter an dem Tag gesprochen haben, als ihnen erlaubt worden ist. Und bis zur Mitte hatte das Buch mich auch, aber ab der Mitte ging es dann für mich tatsächlich steil bergab. Und es war ein Buch, was mich am Ende nur noch aufgeregt hat und deswegen ist das auch mein schlechtestes Buch. Aber das Buch wird definitiv noch ausziehen. Ich konnte es euch jetzt nur noch mal zeigen, weil es tatsächlich noch bei mir hier rumliegt. Das waren nun die 7 Fragen des Gegensätze ziehen sich an Booktags und es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude bereitet, diese Fragen zu beantworten. Besonders finde ich ja immer, dass man Bücher herausziehen kann, die man schon lange nicht mehr in der Hand hatte und dann mal wieder an die Geschichten erinnert wird. Vor allem bei Geschichten, die man sehr, sehr gerne gelesen hat, finde ich immer wieder schön und erinnert einen ja auch selbst daran, was man eigentlich noch für tolle Geschichten im Regal stehen hat. Ich werde euch jetzt nochmal hier nochmal einblenden, die Menschen, die ich taggen möchte, falls sie den Tag noch nicht mitgemacht haben. Falls doch, dann ignoriert einfach mein Taggen und auch sonst, wenn ihr den Tag natürlich nicht mitmachen wollt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber auch alle anderen, die gerne die Fragen beantworten möchten, haben natürlich die Möglichkeit, einfach die Fragen ebenfalls zu beantworten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir für eine der Fragen die Antworten in den Kommentaren dann lasst und wir noch ein bisschen über Bücher sprechen können. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss!